Wenn Menschen übergewichtig sind, nennt man sie oft fett und hässlich, starrt sie an oder macht unsensible Bemerkungen. Darüber hinaus steckt man sie gerne in Schubladen, ohne wirklich über sie Bescheid zu wissen und zu erkennen, dass wir alle Individuen mit einem eigenen Leben sind. Was aber, wenn ein übergewichtiger Mensch gar nicht abnehmen möchte? Dies ist die Geschichte von Monica Riley. Begleite sie auf ihrem einzigartigen Weg. Monica war ein ganz normaler Teenager. Sie verstand, dass nicht alle Menschen den gleichen Körperbau haben und fand es in Ordnung, etwas dicker zu sein. Schließlich hatte sie eine tolle Persönlichkeit und liebte das Leben. Sie fühlte sich wohl damit, das füllige Mädchen zu sein. Doch nur wenige können dem Spott und der Demütigung entgehen, die sich gegen moppelige Menschen richtet. Die Gesellschaft und die sozialen Medien geben vor, dass dünn gleich schön bedeutet. Alles, was von diesem Körperkonzept abweicht, gilt als hässlich. Monica verfolgte eine ganz andere Art von Traum. 2016, mit 27, wog sie 317 Kilo und war krankhaft fettleibig. Anstatt sich an die gesellschaftlichen Regeln zu halten, wollte sie das fetteste Mädchen der Welt werden. Ja, genau das war ihr Traum und sie riskierte alles, um dieses Ziel zu erreichen. Viele Leute mögen das seltsam und sogar bizarr finden, aber Monikas Ziel waren 450 Kilo. Das ist aber noch nicht der Höhepunkt. Auf die Frage nach ihrer Motivation erklärte sie, dass ihr ultimatives Ziel darin bestand, so fett zu werden, dass sie völlig bewegungsunfähig sein würde. Zu dieser Zeit modelte sie für eine Website, die Big Beautiful Women feierte, und ihr Selbstwert stieg enorm. Monica war nicht allein auf diesem Weg. An ihrer Seite war ihr liebevoller und unterstützender Freund Sid Riley. Man kann sich fragen, was er darüber dachte. Man könnte meinen, dass er ihr wahrscheinlich angeboten hatte, ihr beim Abnehmen zu helfen und gesünder zu werden. Natürlich liebte er sie so, wie sie war. Aber was er dazu sagte, ist überraschend und schockierend. Sid unterstützte ihren Traum voll und ganz. Er half ihr sogar dabei. Er wollte nie ein Supermodel. Er selbst hatte eine durchschnittliche Statur und er setzte sich so sehr für Monica ein, dass er ihr sogar half, in möglichst kurzer Zeit so viel Gewicht wie möglich zuzulegen. Was muss ein Mensch tun, damit er unbeweglich wird? Monica hatte herausgefunden, dass sie bei dem Erreichen der 450 Kilo so weit wäre, dass sie sich nicht mehr bewegen könne. Von da an könnte sie nur noch leicht zunehmen, während sie bettlägerig ist. Findest du das seltsam? In diesem Stadium brauchte sie bereits Unterstützung von Sid, um sich zwischen Sofa und Bett zu bewegen. Monica konnte es kaum erwarten, unbeweglich zu werden, denn Sid hatte vor, sie zu bedienen, und er freute sich sehr darauf. Monica wusste, dass sie sich wie eine Prinzessin fühlen würde, wenn sie von ihm bedient wird. Doch dahinter steckte eine spezielle Lebensphilosophie, die sie dazu antrieb. Sie glaubte an das ägyptische Sprichwort: Je dicker du bist, desto mehr wirst du geliebt. Auf ihrer Suche nach Liebe wollte sie also zutiefst geliebt werden und anscheinend wurde Sid diesem Anspruch gerecht. Natürlich gab es Menschen, die dagegen waren. Besorgte Menschen rieten ihr, Gewicht zu verlieren, da sie sonst ein höheres Risiko für Krankheit und Tod hatte. Es entwickelte sich aber eine starke Fanbase. Manche Unterstützer sammelten sogar Geld, damit sie sich genügend Lebensmittel kaufen konnten, um sich weiter zu mästen. Durch ihren YouTube-Kanal konnten die Fans ihre Fortschritte verfolgen. Um Monica zu helfen, hatte Sid eine Art Futtermittel zusammengestellt, mit dem er seiner Freundin half, einen kalorienreichen Shake mit 3500 Kalorien zuzubereiten. Er verbrachte sowieso viel Zeit mit der Zubereitung ihrer Mahlzeiten. Für ihn war es eine besondere Befriedigung, sie essen zu sehen. Er hatte eine Art Fettfetisch, der zu sexueller Erregung führt und mit dem Füttern einer anderen Person verbunden ist. Monikas Mutter war ihr Streben nach Unbeweglichkeit ein Dorn im Auge und sie half ihr natürlich nicht dabei, sagte ihr aber, dass sie sie immer unterstützen und lieben würde. 2017 war ihr Ziel noch nicht erreicht. Ihr höchstes Gewicht betrug 318 Kilo. Langsam aber sicher änderte sich ihre Einstellung. Monica und Sid wünschten sich ein Baby. Leider hatte sie einige Fehlgeburten. Die Ärzte sagten, dass ihr Übergewicht der Hauptgrund dafür war. Das war der Entschluss zur Kehrtwende. Die nächste Schwangerschaft schien gut zu verlaufen. Sid war immer noch an Monikas Seite
und unterstützte sie beim Abnehmen. Monikas Mutter war erleichtert über den Entschluss ihrer Tochter. Kurz vor der Geburt von Baby Michelle 2018 wog sie noch 236 Kilogramm, einfach nur, weil sie kleinere Portionen und gesündere Lebensmittel aß. Aber die Geburt verlief natürlich nicht ohne Komplikationen. Monika entwickelte einen sehr hohen Bluthochdruck und das Baby wurde per Kaiserschnitt 7 Wochen zu früh entbunden. Sie hatte 4 kleine Löcher im Herzen und die Ärzte bereiteten die Eltern darauf vor, dass das Baby operiert werden müsse. Glücklicherweise heilten die Löcher von selbst. Nur das 4. Loch nicht, aber es bestand keine Lebensgefahr. Trotz ihrer Frühgeburt erreichte Michelle ihre Entwicklungsziele. Im Nachhinein stellte Monika fest, dass sie immer eine Art Leere in ihrem Leben gespürt hatte, die sie mit übermäßigem Essen füllte. In diesen Momenten hatte sie die Kontrolle. Jetzt hatte sich ihr Ziel völlig verändert. Sie wollte die beste Mutter werden, die sie sein konnte. Vor ihrer Schwangerschaft hatte sie sich überlegt, ein Kindermädchen zu engagieren, das das Kind nach draußen bringt, und sie wollte es vom Bett aus aufziehen, wo sie unbeweglich liegen würde. Nach der Geburt von Michelle jedoch wollte sie selbst mobil sein und sich so viel wie möglich bewegen. Michelle hat Monika ein neues Lebensziel gegeben. Sie kämpft immer noch damit, vom Boden aufzustehen, nachdem sie mit ihrem Kind gespielt hat. Aber ihr Geist und ihre allgemeine Gesundheit haben sich verbessert. Sie will spazieren gehen, aber kein mageres Mädchen werden. Sie mag sich mollig, aber sie muss ein gesundes Gleichgewicht finden, um sicherzustellen, dass sie ihr Mädchen aufwachsen, sie zur Schule und zum Abschlussball gehen sieht. Eines weiß sie, sie wird nie wieder zu dem Ziel zurückkehren, die dickste, unbewegliche Frau der Welt zu werden. Sid und Monika sind glücklich. Die Leute haben Sid verurteilt und einige unsensible Kommentare über seine Entscheidung für eine fette und hässliche Frau gemacht. Aber jetzt bereuen sie es, denn die Ziele des Paares haben sich zum Besseren verändert. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Sid Monika immer unterstützt hat. Er war da, um ihr bei ihrer Zielerreichung zu helfen. Er hat sich ihr nicht in den Weg gestellt und auch nicht erwartet, dass sie abnimmt, wie es so viele andere verlangt hätten. Sie sind eine glückliche und sich gegenseitig unterstützende Familie. Eventuell wird Monika sich für eine Operation zur Gewichtsreduzierung entscheiden, aber nur um gesund, nicht dünn zu werden. Dafür möchte sie ihr Gewicht auf mindestens 136 Kilo reduzieren. Ideal wären jedoch 113. Ihr Lebensziel ist nun, eine großartige Mutter und eine gute Ehefrau zu sein. Ihre Chancen auf die Mutterschaft waren gering, aber jetzt, wo sie eine ist, möchte sie andere inspirieren. Selbst wenn man verspottet und verhöhnt wird, weil keiner versteht, wer man wirklich ist, kann man weitermachen und ein glückliches Leben führen. Die Menschen bereuen oft ihr Verhalten, wenn sich die Dinge so radikal ändern. Welcher Teil dieser ungewöhnlichen Geschichte hat dich am meisten inspiriert? Schreib es in die Kommentare. Wir werden dir weiterhin diese seltsamen und faszinierenden Geschichten auf unserem Kanal präsentieren. Bis dann!